sehr schöner Tag heute an mein Diättag Nummer 7. Und zwar, ich war zwar nicht laufen, aber ich bin schwimmen gewesen und zwar eine halbe Stunde. Und ich war sogar so richtig professionell schwimmen mit jemandem, der voll den Plan hat. Und der hat mir auch dann so ein paar Atemtipps gegeben und so, und wie ich unter Wasser, kein Wasser in die Nase bekomme. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem kennt, aber ich habe das manchmal. Ja, und auf jeden Fall, wir fahren jetzt ins Zentrum. Und gerade eben habe ich auch welche gefreut, ob ich Bock hätte, heute Abend nach Playa del Carmen zu gehen. Wir wollen da mit so einer Gruppe, das richtig coole Leute. Die wollen da übernachten, glaube ich. Nee, nicht übernachten, aber die wollen am Strand irgendwie da chillen und so. Und erst morgen früh dann zurück. Und ich gehe morgen früh mit Nora zu Richard, zu diesem Mann, der quasi irgendwann nach ein paar Jahren das Secret auch gelesen hat und dann auch angefangen hat, seine eigene Insel sich zu bauen. Er wollte eine eigene Insel und hat sich die dann einfach gebaut. Aus Plastiksachen, und den könnt ihr auch mal googeln. Also Richard heißt der. Müsst ihr mal gucken. Isa Mujeres. Muss ich auch mal gucken, ob ich den finde. Auf jeden Fall, und den interviewe ich dann morgen mal ein bisschen. Und bin gespannt, was der so zu sagen hat. Oder was heißt interviewen? Auf jeden Fall ein bisschen hören, ne? Wie seine Meinung ist und so weiter. Zu allem, zum Leben und so. Und das wird total interessant. Darauf freue ich mich mega dolle. Genau, das ist der Plan. Morgen geht's richtig los. Morgen Isa Mujeres, meine lieben Freunde. Das wird spannend. So, jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen, habe eingekauft 2x2 Liter Wasser, 1 Liter O-Saft, ein bisschen Reis, also 160 Gramm genauer gesagt. Das kaufe ich mir immer im Chedraui, da haben die das quasi schon fertig. Und der ist dann gewürzt mit ein bisschen Salz. Und das ist ganz praktisch, wenn ich den mal mitnehme. Aber nur ein bisschen Salz zusätzlich. Salzen tue ich übrigens gerade gar nicht. So, dann habe ich noch eine Dose Mais gekauft. 200 Gramm sind das. Oder 220 Gramm. Dann habe ich noch Tomatensauce wieder reingemacht, aber halt pure pürierte Tomate nur. Und dann ein bisschen gewürzt noch. Und so sieht das Ganze aus. Und eine Papaya habe ich auch noch gekauft, die esse ich dann nachher. So, das ist jetzt quasi mein Essen. Reis mit ja, ein paar Karotten und Erbsen sind da noch drin in dem Reis. Und genau, Mais und diese Tomatensauce. Ja, komischerweise hab ich darauf immer voll Bock, ne? Gestern hatte ich ja Avocado und so gegessen, weil ich ja essen war. War auch mal geil, aber brauche ich nicht jeden Tag. Und morgen gehen wir übrigens vegan essen mit Richard, mit diesem Plastik-Inselbewohner. Also der hat sich eine Insel aus Plastik gebaut, aber die sieht jetzt nicht plastikmäßig aus. Der hat da ja auch Erde drauf und weiß ich, wie der das alles gemacht hat. Da werden wir ihn morgen mal fragen. Bin ich ganz gespannt, wie das morgen wird. Und das war jetzt alles, ne? Also ich habe heute noch nichts weiter gegessen. Das ist mein erstes Essen. Jetzt ist 20 Uhr. Und ich habe jetzt auch Hunger langsam. Und ansonsten geht es mir gut. Ich war heute schwimmen auch eine halbe Stunde. Ja, bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Tag. Der Tag war klasse. Richtig cool. Mit Nora war ich ja unterwegs und mit den anderen. Und keine Ahnung. Ich liebe diese Menschen hier. Ich liebe es einfach, hier zu sein. Es gibt nichts Schöneres, wie hier zu sein. Und auch heute hatte ich wieder ein Gespräch mit einem Kollegen, der will auch was ändern an seinem Ernährungsstil. Und ich meine, klar, ich habe mich jetzt auch sehr einseitig ernährt, ne, seht ihr ja. Nicht ganz so krass wie sonst eigentlich, wenn ich nicht auf Diät bin, weil dann koche ich mir immer eine richtige Gemüsepfanne mit allem möglichen Gemüsezeug drin, alles frisches Gemüse mit Koriander, Spinat, Zucchini, Brokkoli, alles haue ich da rein. Also richtig geil. Und jetzt mache ich halt weniger, weil ich halt auf Diät bin. Und ich weiß, wenn ich wieder jetzt anfangen zu kochen, esse ich wieder so viel. Ne? Deswegen, Leute, aber ich muss sagen, ich finde das super, wenn mich die Leute auch fragen, was ich denen empfehle. Und ich habe ja eigentlich schon, also ich kenne mich auf jeden Fall aus mit Lebensmitteln. Ne? Also das ist schon mal nicht das Ding so. Und das finde ich cool, wenn da so Leute sind, die auch Bock haben, sowas zu machen oder sich zu verändern. Oh, ich liebe es, einfach hier zu sein. Wenn ich daran denke, dass ich bald nicht mehr da bin, das ist jedes Mal so krass. Ich habe hier mein Zuhause gefunden, ne? Ich wünsche das jedem Menschen auf der Welt. Und auch mit diesem Motivationsding bin ich hier voll richtig, weil die Leute hier das total annehmen. Und viele fragen mich auch Dinge einfach. Und wenn ich denen dann auch das zurückgebe, meine Antwort gebe, dann sind die auch mal total... Also ich merke richtig, dass die damit was anfangen können. Ne? Das ist in Deutschland ja nicht so unbedingt, aber hier extrem... Und die sind dann eigentlich auch so, die sind mir immer sehr dankbar dann auch. Das ist total krass. Danke für deine Worte und so sagen die immer. Und ja, deswegen, ich fühle mich hier wirklich gut mit den Menschen. Na gut, Leute, ich bin auch todesmüde heute. Keine Ahnung warum. Ich werde gleich schlafen gehen, vielleicht noch irgendwas machen an Videos. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr macht. Oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr euch das Video anguckt. Bis dann. Sagen wollt, was auch sehr wichtig ist.
Immer motivieren, Leute, ne? Also ich sag euch das jeden Tag. Ich zum Beispiel, ich gucke gerade den Film The Secret. Ich habe den jetzt laut aufgemacht, aber ich zeige euch das, der Beweis. Wie ich Firmen aufgebaut habe. Genauso hat es auch bei meinem Haus funktioniert. Und ich habe unser Traumhaus gekauft, genau, ohne es zu wissen. Und ich gucke mir das wirklich oft an. Einfach nebenbei so ein bisschen. Ich gucke mir jetzt nicht den ganzen Film an, aber immer ein paar Ausschnitte. Und das hilft mir halt wirklich extrem. Und das möchte ich an euch weitergeben. Denkt positiv, guckt euch das an, motiviert euch. Denkt daran, dass ihr es schafft. Wenn das andere können, kannst du das genauso machen. Und guck mich an als Beispiel. Ich ziehe es auch durch. Und es ist eigentlich total einfach, wenn der Wille da ist, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Treffe eine Entscheidung und dann mach es einfach. Und denk nicht mehr drüber nach. Zweifel nicht mehr. Ich habe ja auch aufgehört zu rauchen vor einem Jahr. Ne? Vor einem Jahr habe ich aufgehört zu rauchen. Darüber werde ich auch nochmal was erzählen. Auch nochmal ein Video machen, weil das auch, glaube ich, viele interessiert. Und ja, Zucker. Also ich bin jetzt zuckerfrei, ich bin rauchfrei, ich trinke auch keinen Alkohol mehr. Ja, krass irgendwie, ne? Und trotzdem habe ich aber Spaß im Leben. Und ich bin kein langweiliger Mensch oder so. Nicht, dass ihr es jetzt denkt, vor die Öko-Bio-Tante. Das stimmt gar nicht. Weil man stellt sich das ja dann immer so langweilig vor. Nein, aber ich habe mega viel Spaß, ne? Richtig krass, ey. Naja, gut. Und ach so, übrigens, ich überlege die ganze Zeit, vielleicht habt ihr einen Tipp, was ich mit meinen Haaren machen soll. Soll ich nochmal einen Haarentferner raufklatschen? Weil ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber die sind mega blond geworden. Also wirklich dolle. Und sieht halt so bescheuert aus, ne? Weil hier habe ich meine blonden Haare. Hier geht's ja so. Obwohl hier die Farbe ist auch nicht mehr schön. Das ist, weil das geht, wächst, kommt jetzt alles raus durch das Wasser. Ich bin jeden Tag fast schwimmen und immer in der Sonne. Jetzt überlege ich, ob ich nochmal eine Haarentferner-Packung raufklatsche oder nicht. Mal gucken. Werde ich die Tage mal spontan entscheiden. Kann ich ja dann auch filmen. Dann könnt ihr auch sehen, ob das was bringt oder nicht. Na gut, bis dann. So Leute, heute ist mein Diät-Tag Numero 7, 8, Entschuldigung, 8. Und wir gehen heute zu Richard, ich bin total gespannt. Gleich geht's los.